Herzliches Hallo und willkommen zurück bei 7 Days to Die und wir sind in Nacht 35 oder kurz vor Nacht 35 vielmehr. Die Danu ist mit am Start natürlich. Hi. Hi, ich hab Hunger. Und da vorne fällt auch irgendwo der Xarum. Ja, genau, ich habe dein Gestöhne schon wieder gehört. Nein, gleich nicht mehr. Ich esse gerade. Xar, hi. Moin. Ja, ich bin hier gerade noch ein bisschen am Anpflanzen, damit am Jäten wir und auch zum Futtern haben dann später. Nur Gemüse. Ich find's voll cool, dass Xar zum Gärtner wird. Pflanz mal Fleisch an. Tja, so ein Schnitzelbaum wäre schon nicht schlecht, aber. Oh ja. Ja. Oh, Schnitzelbaum. Nein, könnte ich mal heute Abend braten. Mal schauen. Das ist so, Wasser, Potato, Korn. So. Ich mache euch jetzt noch was ganz Spezielles: ein Zombie. Nein, also, wir schauen uns das mal, was wir jetzt eigentlich gebaut haben, mal von oben an, solange es noch geht. Die Zeit nehme ich mir jetzt mal. Hier, die Ecken sind jetzt alle echt, also gerade die Ecke, wo wir die Rampe jetzt auch zuletzt aufgeschüttet haben, jetzt mal von oben geguckt, sieht einfach schick aus, sieht einfach gut aus jetzt. Ja, hier vorne die Ecken, die eine, die war ja schon, ja, sieht auch bombig aus und die anderen da hinten, die machen wir dann demnächst auch noch fertig. Die sehen ja auch schon deutlich besser aus. Hier haben wir noch so ein kleines Tal, das müssen wir nochmal aufschütten dann, aber die Basis, ich finde, also ganz ehrlich, da können wir uns schon ein bisschen auf die Schulter klopfen, oder? Also, hier die Ecke, da müssen wir nochmal aufschütten, da müssen wir noch was machen, aber das wird gut. Es sind dann übrigens gleich 11 Milchstu fertig im Lager. Yay! Huch, hier ist eine gefühlte 6er, 7er Reihe an Spikes. Wollt ihr das alles so vorziehen dann an der Seite, oder wie? Wo meinst du? Da, wo ihr zuletzt geschaufelt habt. Nein, das waren nur teilweise noch die alten. Ach so. Die Ecke hatte ich ja so. Ja, hier hinten ist noch. Da habe ich ja voll gepflastert mit Spikes. Hier hinten ist noch Kraut und Rüben. Das ist noch Schund, aber da vorne die Seite sieht bereits gut aus und die Hälfte der anderen Seite auch. Das ist dann die nächste Aufgabe hier, die Ecke. Eieie, das wird auch nochmal Aufschütterei. Ja. Oh, Gewitter. Aber dafür Gewitter. Haben wir da hinten jetzt endlich einmal eine normale Mauer. Nicht mehr höher, nicht mehr tiefer. Genau. Mauer hat jetzt schon die richtige Höhe. Okay, es geht los. Geht los. Dann schauen wir mal, wo es kommen. Mal schauen, ob sie von unserer schönen Seite kommen oder. Ich schau dann mal im Nordosten. Ich renn hin und her und schau. Schöner Sonnenuntergang. Bei mir kommen sie nicht. Bei mir sehe ich jetzt auch noch nichts. Ach doch, bei mir kommen sie. Okay. Also an der hässlichen Ecke kommen sie. Na gut, da können sie auch ramponieren. Das ist eigentlich gar nicht so verkehrt, weißt du? Boah. Du meinst die Ecke, wo ich Frames drunter habe? Nee, das habe ich ja ausbessert. Also warte, wir können ja nochmal. Machen wir zuerst die Ecke. Ja, die ganze Länge kommen sie. Die ganze Länge sogar. Ja. Ja. Vorne beim Eingang, sind sie auch ziemlich heftig, ja. Ist der Eingang zu? Ja. Ja, sollte. Wieso? Hast du vergessen, ihn wieder zuzumachen? Nein. Ich habe ihn sogar bewusst zugemacht. Bewusst? Glaub ich. Bewusst. Ja. Sonst nicht nur so im Affekt oder offen. So. Sonst lasse ich ihn auch ganz bewusst offen, ja. Munition ist im Offscreen durchgelaufen. Ihr seht's, wir haben es ein bisschen später gehabt, als wir die Folge gestartet haben, als wir die letzte beendet haben. Haben wir ja noch ein bisschen Munition durchlaufen lassen, noch ein bisschen aufgeräumt. Noch ein paar letzte Sachen. Aber wir haben vorbereitet. Löcher in den Spikes. Wir haben massiv Löcher in den Spikes. Das ist in der Tat, also hier die Seite Eingang ist unsere schwächst bewachte. Ziemlich, naja, das ist die, an der wir ziemlich viel jetzt noch herumgedoktert haben. Ja. Vielleicht ziehen wir sie so ein bisschen mehr in Richtung der Ecke, wo Xar steht, da, nur dass du ein bisschen runterkommst zu uns. Hui, da putzeln sie den Hang runter. Süß. Hier ist auch noch ziemlich unbeleuchtet, das auch noch, ne? Ja. Ja. Ja, wie gesagt, das ist ja gerade erst fertig geworden. Naja, sowieso. Quasi. Nur, die haben sich natürlich genau wieder das Eck ausgesucht. Das ist halt echt krass. Ja, auch aber wie gesagt, besser das hier, weil wie gesagt, ja, wahrscheinlich, weil man da so viel unterwegs waren. Das kann sein, dass man da Wärmespuren hinterlassen hat. Aber hier ist echt dunkel, hier ist wenig befestigt. Ja, aber du hast ja deine Lampe. Naja, geht einen Helm auf. Die ist an, die Lampe, nur damit leuchtet die nicht so weit. Etwas besser.
Oh, wir haben auch nicht gleich gezielt. Nee, du hast, glaub, ein bisschen drüber gezielt. Jeder Schuss sein Tor. Hoffentlich. Aber bisher keine Fairrows, oder? Doch, in den Spikes vorne waren schon einige in den, okay, den teuren Spikes. Hatte ich zwei weggeballert und die Spikes haben den Rest gemacht. Ist auch schon weg. Da kommt wieder was. Puh, wir haben erst eine halbe Stunde um. Da kommt auch wieder ein Haufen. Jetzt haben wir Ferals hier dabei wieder. Oder nee, das sind Grüne. Das sind irgendwelche anderen. Mining. Ja. Dickies. Noch mehr Dickies. Und noch ein Hazard. Bisher noch keine, aber die kommen bestimmt auch noch. Polizisten, ne? Haben wir noch ein bisschen Glück. Was da so laut ist. Military. Was da so laut ist, ist übrigens Xars neue Sniper. Ist, macht sie genug Schaden? Ich wollte ja eigentlich noch gucken, ob ich gute Teile für die habe. Fällt mir ein. Joa, also wenn es ein Headshot ist, dann ist gut. Muss ich machen. Erinnere mich nochmal dran. Vergesse ich bestimmt. Wenn ich nochmal nach Teilen schaue. Nein, ihr habt ein paar gute. Joa. Wir sollten vielleicht ein Stückchen weiter gehen, Xar. Ich komme ein Stückchen nach hinten. Harold unter mir in den Spikes. Ist. Ah, da. Harold in den Spikes vorne. Jetzt kommen sie. Yep. Und wieder unter mir. Habe ich zwei Harolds unter mir. Ist doch super. Ob wir jetzt mal eine Granate haben. Mir. Das ist besser. Ah, okay. Ja, dafür ist das Spike auch so weg. Weißt du, in, mal ein Stückchen weiter. In Ark könntest du den jetzt wenigstens auf den Kopf kacken. Wenn die Taste belegt wäre. Ja. Genau. Oh, Feral scheint tot. Nein, da ist noch einer. Nee, selbst noch. Schön in den Hintern geschossen. Schön in den Hintern geschossen. Das war. Weißt du, nicht nur so Punkte aufleuchten wie beim Mohun früher oder so. Extra Points. Oh ja. Legt sich die Krankenschwester auch noch über. Wie pervers! Und das bei uns. Sollen die zu Hause machen. Sag mal. Oh, die Munition brauchen wir. Das ist jetzt gerade mal eins. Verteilt euch noch mal ein bisschen wieder runter. Wir ziehen den jetzt noch. Schon wieder dauernd unseren Loot. Ja, nee, eben. Wir müssen sie ziehen, weil wir schießen Loot kaputt. Weil es ist. Wo? Wo? Bei mir irgendwo. Ach, genau unter mir. Kriegst du ne? Ja, weg. Das ist an der Sniper natürlich cool. Die hat 9 Schuss im Magazin. Fünf Schuss. Ja. 5 Schuss, okay. Ja, es ist aber trotzdem gleich mit einem Schuss da. Ja. Ja, wenn nach 5 Schussen ein Polizist lag, also gut. Jo, der hat 2 Headshots geschossen, das reicht. So. Jetzt kommen Grappler. Das ist ein Feral. Diesmal wieder weg, Xar. Zerlegt unter dir alles. Oh, also, schon weg. Wir verlieren viel Loot. Oh, ich zieh die mal da ein bisschen nach hinten.
Military. Ist er tot? Ja. Ist tot, oder? Ne, ist nicht tot. Jetzt ist er tot. Ja. Der ist hinüber? Ne, hinüber nicht, aber fast. Da ist noch einer, jetzt sind da zwei. Ja. Aber wirklich kann man sich nicht richtig gut. Mhm. Ich hab auch schon einen wieder bekommen, ne? Yay, der hat gesessen, sehr gut. Oh, da vorne spielt er sich hier auch ab. Was? Da vorne ist ein Zombie, ein Kopf, ein Kopf. Oh ja. Hab ich gesagt einer? Oh ja, es ist nur einer. Nein. Ach verdammt. Ich hab nicht geladen gehabt. Wo ist denn der Kopf? Ich sehe ihn nicht richtig. Ach, da ist er. Der kommt grad zu mir. Ne, hier sind noch welche. Ich nochmal welche. Ammo. Ach, ja. Jupp, tot. Jetzt ist er tot. Okay. Zappel doch nicht so rum, lass dich doch einfach mal erschießen. Ich bin der jetzt hin, der will zu Xar. Warum denn so kopflos? Auch ein bisschen was drin, ja? Oh, du meinst die, ja. Gut, da ist aber ruhig. Das ist echt eine komplette Seite hier, oder? Hm. Das hat man so jetzt auch noch nicht gesessen, das war sonst punktueller. Nicht so groß, ja. Ja. Aber auf der anderen Seite ist die gute Stelle, wo die konzentrieren sich also nur auf eine Stelle. Da sind wieder einige unter mir. Ich seh's. Sie schichten sich auch gerade schön. Ich habe schon mal versucht, ein bisschen um die Ecke zu ziehen, da sie noch ein bisschen krabbeln, aber sie wollen nicht so richtig mit irgendwie. So, komm mit. Okay, dann helfe ich. Ups, interessant wäre ja, wenn die Bremsen auch noch wirklich die Bude in Brand stecken könnten. Also Zombies zünden die an. Bitte? Zombies zünden die an. Ja, aber die Bude nicht, oder? Also, dass unsere Lampe da abbrennen würde, wenn wir überlaufen oder so. Das wäre... Oh! Da haben wir den Effekt. Was? Also brennen die Zombies, ja. Ich habe gerade unter mir einen schönen Auflauf. Zombie-Auflauf. Mmh. Ist doch nicht lecker. Ja, ja. Und ein Pharaoh ist auch noch. Oh, jetzt, da wird es putzig jetzt. Jetzt komm weiter. Oh, der ganze Loot. Sind sie ganz schön durchgebrochen. Level. Oh, der dritte. Oh ja, levelt ihn dann hoch.
So, er ist gleich hier, ist der Relle auf den See. Aber wir haben noch ganz schön. Ganz schön Trouble da draußen. Da ist noch ein bisschen Geschichte da, ja. Kann schon jemand Kisten bauen gehen? Oh, die kann ich direkt bauen. Ach, hast du direkt, okay. Okay. Ja, ja. Super. Was ist denn der Feral, der liegt da noch? Bauen wir die Kiste direkt beim Eingang auf, würde ich sagen. Oh, meine Waffe ist fast kaputt. Ja. Ich geh schon mal raus. Okay. Ah, Mist. Achso, das ist Xar. Den darfst du nicht schießen. Voll auf Xar geballert. Ich geh auch mal runter. Ja, jetzt geh ich auch. Wo ist es ja auch? Feierabend. Das ist gar nicht abgegangen, scheiße. Wieso schießt du auf Xark, Holger? Der kam da genau wie die Zombies von außen so durch diese Lücke durch. Ich dachte mir, komm, den nimmst du dir jetzt mit. Also. Ich halte. Ja, also wir haben da jetzt keine Probleme mehr mit Stun. Nee, stimmt. Wenn du rauskommst, ist diesmal eher gut. Die sind irgendwie weg. So, ich stelle euch da mal die Kisten auf. Ja, ich hab wieder vergessen, eine Axt mitzunehmen. Sekunde. Ich hab eine Axt mit Lootet, ihr habt sie. Okay, dann läufst du hinter mir her quasi. Ich lauf generell herum und schau, wo empty Zombies sind. Ja, oder so. Wie gesagt, da stehen zwei Kisten bei der Türe. Hm. So, meiner Helme haben wir jetzt mehr als genug. Ja, gut. Mann. War alles voller Spikes. Aber ist gut so, hier vorne war Chaos in Spikes, also insofern ist nicht verkehrt, wenn die jetzt mal so ein bisschen aufgeräumt sind. Beim Aufräumen ja, ist so, die wollten wir doch eh neu machen hier, das finde ich jetzt nicht weiter schlimm. Wäre schlimmer, wenn sie von den frischen Seiten gekommen wären, weil dann hätten wir die erst reparieren müssen, bevor wir die anderen aufbauen können wieder und naja, so ein Scheiß halt. Das war auch noch nicht looten. Oh. Auch noch ein taugliches Bild hier. So. Jetzt sollte ich die Kisten noch anlocken. Ja, wäre ganz hilfreich. Ich habe noch nichts Dolles gefunden. Eigentlich Hematic irgendwas, aber. Ich auch noch nicht wirklich. Sind Zeugs zu verkaufen und so, aber. Und da waren. Was war das denn? War das ein Motor? Mechanical Parts waren es, naja. Oh, wie schlecht, können wir auch brauchen. Wo ist noch Untouched? Da unten ist noch Untouched? Ah, bei mir überall. Ach, hier unten überall die. Überall Skelette. Ja. Schon bei den anderen Spikes? Ganz ehrlich, keine Ahnung. AK-47 oh. Hematic oh. Reach. Hm? Ich hab eine 600er Sniper Rifle. Fertig. Ist nicht wahr. Oh Mann. Wer will die alte haben? Ja. Beide. Weißt du? Also such noch eine. Weißt du, ich gebe ihm gleich die schöne, die ich gefunden habe. Und kannst er sagt sie ein, die neue. Hab. Du kannst sie auch gerne wieder haben. Hä? Was hast du gefunden, Danu? Eine Nailgun. Echt? Fertig? Aber nur 95. Der Scheiß drauf. Was soll's, nichts.
Ach, ja, ich repariere mal. Loot jetzt hier mal weiter, ich repariere. Ja klar, mach das. Fertig. Oh, wir haben eine Nailgun. Das ist wirklich gut. Ja, die muss man doch früher oder später auch reparieren. Ja, leider verbraucht die jetzt auch beim Reparieren, also. Oh! 5 Sticks auf Dynamite habe ich gefunden. Ja, ich habe auch schon welche gefunden. Demnächst darf ich dann also auch mal die Basis zerlegen, ja? Nein! Oh. Immer nur die anderen. Oh, Minibike-Parts habe ich gefunden. Wir haben es beide im Single gemacht, oh ja. Warte mal, war das ein Rahmen? Minibike, Handlebars. Braucht man die noch? Gehört zu dem Minibike. Ja, Hat man die schon? Nicht wirklich, also wenn wir die bauen, haben wir wahrscheinlich 500 Teile. Okay. Daher könnte man die einfach scrappen oder einschmelzen direkt. Oh. Gut genug, was ich hier finde. Schatzkarte, ist gut. Schatzkarte sind. Oh, ein 600er Minerhelm. Okay. Ja, ich hatte auch einen 540er Miner oder sowas. Den habe ich mir schon angezogen, ganz frech. Xavi, dann eine Fix. Oh, noch eine Schatzkarte. Eine fix und fertige Hunting Rifle 600. Also, das ist wieder so ein richtig typischer Star gewesen. Ja. Naja, wundert's dich. Eigentlich schon irgendwie doch immer wieder. Naja. Ich bin mit meiner Nailgun auch voll zufrieden. Vielleicht finde ich ja auch nochmal eine. Ist dir anzuraten. Sonst muss ich hier doch das üble Cheaten irgendwie unterstellen. Das ist dein Server, wie soll er da cheaten? Weiß ich nicht. Blood Draw Kit, okay. Ja, damit kannst du die Bloodbags herstellen. Ja. Halt, jetzt hast du mir was. Nee, da war eine Chematic drin. Dazu aufgesammelt. Hast du den sicher so aufgesammelt? Ja, ich war da gerade noch drin, war eine Chematic drin, okay. Gut. War zwar nichts Wildes, glaube ich. Falsche Leiche erwischt. Ne, von einem Leather Chest Armor Schematic. Ja. Ah, ja. Grümbel. Entleert sich und macht's weiter, da liegt noch so viel drum. Ja, ja, ich bin ja noch am Looten. Oh, da hat der eine Forge viel dabei. Cool. Nehmen wir auch. Na klar. Sag ich nicht, nee zu. Jetzt kommen noch mal ein paar Gun-Parts und so ein Zeug. Bisher habe ich irgendwie echt da fast nichts. Die wissen, dass deine Kiste voll ist, die trauen sich nicht. Ja, wahrscheinlich. Ehrlich gesagt, nur Schund. SMG-Parts ein paar gute, aber SMG brauchen wir jetzt ja auch nicht so. Schade. Ach ja, so mit dem Nahkampf ein bisschen draufrotzen ist die gar nicht übel. Ja, aber wenn man eine andere Alternative hat. Okay, das war jetzt mal gut. Eine Magnum Frame, 600er. Fehlt nur immer noch das Magnum Rezept. Hinten habt ihr schon alles gelootet, oder? Wenn empty da steht. Ich habe fast alles zerlegt, was früher gelootet hat, glaube ich. Was hat's wohl fast? Uiuiui, also hier haben sie ganz schön. Ist ganz schön viel, hier steht fast nichts mehr, ne? Also die, hat reingehauen hier. Die alten Spikes, die haben sie ziemlich weggenommen, ne? Ja, auch oben die. Ja, die habe ich ja schon repariert teilweise. Ja, die sind ziemlich kaputt hier oben, die. Ja, gut, die. Die Nailgun ging das gerade voll schnell. Die oben war ja auch klar, die waren ja nur Holz und nicht metallverstärkt. Ja, die Zeit hatten wir nicht mehr. Ja, ja, klar, nö, aber. Deswegen ist es nicht groß verwunderlich, dass da alles weg ist.
Gut. Ha. Jetzt kommt wieder eine Runde Quietschbong. Das machen wir beim Offscreen wahrscheinlich. Quietschbong, Quietschbong, Quietschbong. Quietschbong, kommt dann irgendwann großes Quietschbong, oder? Bong, bong, bong. Oh ja, die macht also, wenn man fast 73 Schaden, die Sniper Rifle. Nicht schlecht. Cool. Okay, und die alte? Hast du noch einen Vergleich? Muss ich kurz in die Kiste gucken. Die alte macht 45, aber die ist auch schon fast kaputt. Mhm. Ja, dann schaue ich da mal, was ich aus der noch machen kann. Die geht ganz so schnell, dass man alles Holz verbrät. Ich habe hier so ein MacGyver's Book. MacGyver's, viel mehr. Scrap Boots, Leg Armor, das ist für Armor. Das ist klar. Ja, das machen wir dann auch noch. So, ich bin voll, ich entleere erstmal das und dann komme ich an die Kisten. Ja. Joa, oh, das war schon, also es war jetzt nicht so, dass es gefährlich wurde oder so, aber es war vernünftig. Ja, ordentlich. Also es war jetzt nicht so, dass das mal so locker flockig, ne? Das ist schon echt ganz gut gewesen. Aber kann man die Sachen eigentlich auch verkaufen? Ja, die kann man alle verkaufen. Also gerade Klamotten, also T-Shirts und Hosen und sowas, die sind ja kaum was wert. Geben. Ja, da habe ich auch viele von gescrappt, von den Sachen, von diesen Klamotten, muss ich zugeben, bis ich geschnallt habe, komm, wir könnten sie auch verkaufen. Ja, aber die sind 8 wert oder so. Ja, sowas, die würde ich scrappen und die Glasfragments, die kann man ja auch brauchen zum Craften. Ja, zur Not. Ich tue es jetzt erstmal in die Verkaufskiste, aber die wird wahrscheinlich gleich auseinanderplatzen. Wie die andere Kiste. Also, wenn Stoffklamotten gar nicht stopfst, auf jeden Fall. Ja, komm, dann scrap ich sie. Okay. Zack. Nicht Repair, Scrap. So. Haben wir noch Billigwaffen hier? Flashlight, kleine brauchen wir auch nicht, ne? So. Ne, Flashlight kannst du direkt erkloppen. Kleines Magnum Frame brauchen wir auch nicht. Da gucken wir mal. Joa, ansonsten hier das Futtern mal gleich. Geht doch alles. Also, gar nicht übel gewesen. Nein, wenn man jetzt so sieht, was. Sind aber auch noch voll. Ja. Die werden wir jetzt auch gleich. Beachbong. Schön leer machen. Beachbong. Beach. Oh, da kann ich den alten ja rücken. So. Das kommt alles da rein. Wo möchtest denn du schwache Waffen hinhaben zum Verkaufen? Komm noch Nachzügler. Schwache Waffen zum Verkaufen. Also ganz schwache, so 100, also unter 200, da war alles zu verkaufen. Unter 100 sogar, aber die Muni könntest du eventuell vorher noch raus tun. Das ist eine fertige Waffe, ja, dann ja, Warum sind denn Magnum Frames in dieser Gästerampe hier? Moment, da hast du gerade falsch reingeräumt, glaube ich. Nee, die habe ich da reingeschmissen, weil die Waffenkiste. Magnum Frame, 55er und 52er Magnum Frames habe ich hier jetzt gerade rausgefischt. Die sind noch zum Verkauf. So. Achso, die, ja klar. Ja, wir haben ja schon festgestellt, wir brauchen unbedingt endlich unser Haus. Nein, ach Quatsch, niemals. Was? Auch noch kein Haus. Was? Uja will weiter so machen? Absolut, ich finde das voll toll. Mhm. Wer sollte dir das jetzt glauben? Weiß es auch nicht. Voll. Irgendjemand, vielleicht irgendjemand. Da glaubst du ihm? Mhm. Okay, dann passt alles. Einschmelz? Einschmelz ist belegt. Raus! Ja, kannst rein, ey. Aua, jetzt hat er hier mit der Schaufel auf den Kopf. Ich wollte dir nur einen Vorschlag unterbreiten, einfach mal aus der Kiste rauszugehen. Bitte. Hier, weißt du was, in die Einschmelzkiste, wenn ich da gerade schon drin bin, ist auch dein Buch jetzt drin, ja? So, Gerümpel. Und das noch. Und Essen, das heißt, Apotheke. Ist ja immer noch so viel drin, Mann. Mhm. Den restlichen Tag sind wir beschäftigt mit Loot umräumen. Ich würde auch sagen. Das machen wir aber, wie gesagt, jetzt im Offscreen. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann geht's in den nächsten Folgen. Wir werden vermutlich jetzt noch einen Stream einschmeißen, demnächst. Dort werden wir alles mögliche farmen gehen. Und dann die Folgen, die wir dann wieder aufnehmen nach dem Stream. Da haben wir dann hoffentlich gefüllte Lager und dann geht's los ans Bauen. Schauen wir mal, ob unser Plan, den wir haben, aufgeht. Aber so ist momentan der Stand der Dinge. Und dann werden wir da mal ordentlich bauen können und auch vielleicht nochmal eine Loot-Tour machen, Schatzkisten und so weiter. Müssen wir auch wieder suchen gehen. Also, insofern, die Bude muss her. Und dann ist dieses ganze Provisorium endlich weg. Das nächste große Ziel. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao. Ciao. Tschüss.